Ja, der BMW X5 ist ja sehr etabliert in seinem Marktsegment und jetzt bieten wir in dem Marktsegmentführer einen weiteren Antrieb an, den Plug-in-Hybridantrieb. Und damit erreichen wir lokal emissionsfreies Fahren für den Kunden bei vollem Erhalt der Langstreckentauglichkeit. Ja, wir kombinieren den schon bekannten Vierzylinder-Ottomotor, den wir in vielen anderen Fahrzeugen der BMW-Marke einsetzen, in seiner höchsten Leistungsstufe mit 180 kW, mit einem 83 Kilowatt Elektromotor. Und kombinieren ihn mit dem X-Drive-Antrieb, den der BMW X5 ja schon im Basisfahrzeug mitbringt. Wir erhalten dabei das Achtganggetriebe, Automatikgetriebe, das wir dort einsetzen und sind in der Lage gewesen, den Elektromotor ins Getriebe selbst zu integrieren. Ja, uns war besonders wichtig, dass wir beim BMW X5 Plug-in-Hybrid die Einschränkungen in der Variabilität, in der Nutzbarkeit und im Gepäckraumvolumen gering halten. Wir waren in der Lage, die Elektromaschine ins bestehende Getriebe zu integrieren. Wir haben den Hochvoltspeicher direkt unterhalb des Gepäckraumbodens hier an dieser Stelle untergebracht und sind damit auch in einer sehr, sehr crashsicheren Situation. Wir können ein Gepäckraumvolumen von 500 bis 1720 Litern realisieren. Das ist ein echter BMW X5 mit X-Drive und wir haben sowohl im elektrischen Betrieb als auch im hybridischen Betrieb die volle X-Drive-Verfügbarkeit und die volle Offroad-Onroad-Tauglichkeit, wie wir das aus dem Basisfahrzeug kennen. Ja, wir haben beim BMW X5 Plug-in-Hybrid-Fahrzeug den bekannten Fahrerlebnisschalter mit seinen Stellungen Komfort, Sport und Eco Pro. Und zusätzlich zur Konfiguration des elektrischen Antriebes haben wir den eDrive-Taster und der kennt die verschiedenen Zustände. Auto eDrive, das ist die automatisierte Kombination der beiden Antriebe, verbrennungsmotorisch und elektrisch. Wir können auf Max eDrive umschalten, das bedeutet dann rein elektrischer Antrieb bis 120 km/h. Und wir können auf Self-Battery-Modus umschalten. In dem Fall wird der Ladezustand der Batterie gehalten auf dem jeweiligen aktuellen Ladelevel, um elektrische Energie aufzusparen für späteres elektrisches Fahren. Ja, im elektrischen Betrieb, im europäischen Fahrzyklus, erreichen wir 30 Kilometer elektrische Reichweite. Wir haben wie im Basisfahrzeug 85 Liter Tankinhalt und sind damit langstreckentauglich im hybridischen verbrennungsmotorischen Betrieb. Wir können das Fahrzeug an jeder haushaltsüblichen Haushaltssteckdose laden. Darüber hinaus bieten wir, wie auch schon aus den BMW i-Fahrzeugen bekannt, die BMW i-Wallboxen an und können auch entsprechend dort mit den Wallboxen laden. Wenn wir jetzt über die öffentliche Infrastruktur reden, dann sind wir natürlich kompatibel mit den öffentlichen Ladesäulen. Und dort haben wir ja, um den reibungslosen Bezahlvorgang sicherzustellen, in BMW i schon das BMW Charge Now-Programm etabliert, das auch für dieses Fahrzeug verfügbar sein wird.